ihre Sitzgurte geschlossen zu halten. Na dann, cheers. Cheers. Ich telefoniere. Oh mein Gott! Ich hab noch nichts aus meinem Leben gemacht, nicht das Geringste! Ich hab nie einen Berg bestiegen, ich hab keine Kinder! Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben richtig verliebt. Scheiße, ich weiß auch nicht mal, wo mein G-Punkt ist. Oh, tut mir leid, hab ich das gerade alles laut gesagt? Ja. Mir fehlt die Romantik irgendwie. Steckt ihr immer noch in der Sleeplos-Phase? Es funktioniert einfach nicht. Was treibt ihr da? Jack Harper kommt vorbei. Hi, Emma. Hallo, Mr. Harper. Bist du noch der Kerl aus dem Flugzeug, dem du dein Herz ausgeschüttet hast? Was für ein Zufall. Schön, dich wiederzusehen. Er ist der Top-Manager der Firma. Alles, was ich da oben gesagt habe. Ich hätte gern gewusst, wie es ist, einen Penis zu haben. Bleibt unter uns. Ich habe mich gefragt, ob du Lust hast auf ein... Date? Würdest du denn wollen? Okay, Dating-Lektion 1. Zeig einem Mann nie deine Gefühle. Du könntest jede Frau haben. Ja, aber ich will nur dich. Klang das irgendwie idiotisch? Er hat Interesse an mir. Es macht Spaß mit ihm. Er ist witzig. Und? Er hat einen Waschbrettbauch. Ich bin verliebt! Hat er dir irgendwas von sich erzählt? Nein, er ist ein sehr zurückhaltender Mensch. Vögelst du mit Jack Harper? Räum deinen Tisch. Was? Sie feuern mich? Ich wurde noch nie so gedemütigt. Du denkst, dass deine Geheimnisse wichtiger sind als meine. Nein, das ist nicht wahr. Ich will nie wieder mit dir reden. Oder dich sehen. Oder dich hören. Oder... dich schmecken. Du hattest recht. Ich hätte mehr mit dir teilen sollen. Männer und Frauen sollten von Anfang an ehrlich miteinander sein. Ich geb's auf. Ich muss jetzt zu einer Babyparty.